Das Okular dient zur Vergrößerung des Objekts. Der Tubus ist das Verbindungsstück von Okular und Objektiv. Das Stativ dient zur Halterung für die Teile des Mikroskops. Der Objektivrevolver dient zur Halterung für mehrere Objektive mit unterschiedlichen Vergrößerung. Das Objektiv ist zur Vergrößerung des Objekts. Der Objekttisch ist eine Auflage für das Objekt, oft mit Objekthaltern, die das Objekt festklemmen. Die Blende bündelt das Licht. Das Triebrad ist zur Scharfstellung des Objekts. Oft ist es in Grob- und Feintriebrad unterteilt. Die Lichtquelle beleuchtet das Objekt. Der Fuß ist ein schweres Gehäuse zum sicheren Stand.